Ja, moin Leute, heute geht es in dem Video um das Thema Fit für den Sommer werden. Dabei habe ich folgendes Ziel: Ich will euch so einfach und kompakt erstmal wie möglich darstellen, wie ich meine Ernährung umgestellt habe, um jetzt ja von meinem einstigen 105 Kilo bei 13% Körperfett auf mein Wunschgewicht von ca. 95 Kilo bei ja, knapp 8% Körperfett zu gelangen. Dazu habe ich natürlich mir so unterschiedlichen Diäten angeguckt und unterschiedliche Komponenten aus Diäten übernommen. Teilweise wieder Aspekte aus dem Carb-Backloading, aber halt auch noch andere Aspekte mit aufgenommen. Letzten Endes ist mein Ziel von dem Video, euch in den nächsten paar Minuten so einfach und kompakt zu erklären, ja, wie ihr eure Ernährung umstellen müsst, um die Kilos zu verlieren, um fit für den Sommer zu werden, um da eure Strandfigur zu erreichen, auf die ihr so mega Bock habt. Und ja, ich will euch so ein bisschen diese Angst oder diesen negativen Beigeschmack von dem Begriff Diät nehmen. Denn letzten Endes ist es ja eine Ernährungsumstellung, die zur Folge hat, dass man irgendwie was umstellt oder dass man irgendwas reduziert. Letzten Endes, so wie ich es mache, wird man aber immer noch häufig genug belohnt. Man kann oder man darf sich belohnen durch verschiedene Lebensmittel und ja, das will ich euch jetzt gleich darstellen. Erstmal zum Thema Diätform. Es gibt halt verschiedene Diätformen, wie zum Beispiel die Low-Carb-Diät oder die Varia-Diät oder das Carb-Backloading und so weiter. Bei einer Diät, es gibt nicht die perfekte Diätform oder ich kann jetzt nicht sagen, das ist die perfekte Diätform. Denn letzten Endes ist es so, dass ihr die Diät in euren Alltag übernehmen müsst und dementsprechend müsst ihr auch euch mit der Diät wohlfühlen und müsst ihr auch noch in der Lage sein, ja, die wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel den Beruf oder allgemein das Wohlbefinden zu erhalten, um ja, da nicht so dermaßen durch die Diät eingeschränkt zu werden, wie es dann bei mir zum Beispiel bei einer Low-Carb-Diät wäre, wo ich dann einfach ja, in Lethargie versinke, weil mir die Kohlenhydrate fehlen. Das habe ich jetzt in meiner Diätform so nicht. Also, als nächsten Punkt, Vorbereitung auf eine Diät. Da gibt es für mich eigentlich nur zwei wesentliche Aspekte. Der erste wesentliche Aspekt ist erstmal den ganzen Süßigkeitenkram, den ganzen Gebäckkram, alles was oder den ganzen Chipskram und so weiter erstmal raus damit und ja, zu den Eltern bringen oder den Freunden schenken, was weiß ich. Aber Hauptsache erstmal aus dem Sichtfeld oder aus der eigenen Griffweite bringen, damit man ja nicht anfängt zu sündigen bei der ersten Heißhungerattacke. Ja. Der nächste Punkt, den ich bei der Vorbereitung auf eine Diät dann angeben würde, nachdem ich meine Schränke aussortiert habe, ist erstmal einkaufen gehen. Heißt, ich fahre in den Supermarkt und decke mich erstmal mit frischem Gemüse ein, dann natürlich etwas Obst, dann natürlich verschiedene Fleischsorten oder Reis, Kartoffeln als verschiedene Kohlenhydratformen. Dann genug Wasser. Wasser trinken ist immer ganz wichtig. Grüner Tee könnt ihr natürlich auch kaufen. Dazu werden wir aber vielleicht nochmal ein eigenes Video machen, wo wir dann alle, oder ich mit Jan und Kilian einkaufen gehe, wo wir euch dann zeigen, ja, auf welche Lebensmittel wir zurückgreifen. Das könnte ja auch vielleicht ganz interessant sein. Müsst ihr dann einfach nur schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Letzten Endes geht es halt darum, sich erstmal auf die Diät vorzubereiten, mental als auch ja, alle Vorbereitungen im Kühlschrank zu haben, damit man immer irgendwas hat, worauf man darauf zurückgreifen kann. Denn eine Diät bedeutet nicht gleich Hunger. So, im weiteren Verlauf gehe ich dann natürlich noch auf die Ernährung, aufs Training und die Subs ein, die ihr da nehmen könnt, und versuche im Laufe dieses Videos so schnell wie möglich, oder was heißt so schnell wie möglich, alle eure Fragen schon, auf alle eure Fragen schon einzugehen. Alles, was am Ende überbleibt, werde ich dann am Ende klären, beziehungsweise ihr schreibt mir einfach mal privat und da helfe ich euch dann weiter. So. Beim Thema Ernährung, Diät, geht es letzten Endes auch immer um eine Energiebilanz. Wir wollen in der Diät abnehmen, also brauchen wir ein Kaloriendefizit. Heißt, wir nehmen weniger Kalorien zu uns, als unser Körper aufnehmen kann. Heißt, wir haben einen Grundumsatz, einen Arbeitsumsatz und einen Freizeitumsatz. Der Grundumsatz, den brauchen wir einfach, um die lebenswichtigen, ja, alle lebenswichtigen Prozesse am Laufen zu halten. Dafür steht der Grundumsatz, der liegt bei mir circa bei 2200 Kalorien. Dann haben wir noch den Arbeitsumsatz, der ergibt sich daraus, was ihr ja, für
einen Beruf zum Beispiel ausübt oder was ihr für eine Tätigkeit im Alltag nachgeht. Als wenn ihr Schüler oder Student seid, habt ihr natürlich einen anderen Kalorien- oder einen anderen Arbeitsumsatz als jetzt jemand, der Schwerstarbeit auf dem Bau leistet. Als letztes haben wir den Punkt Freizeitumsatz. Der Freizeitumsatz ergibt sich halt aus den Sportarten oder den Aktivitäten, die ihr in eurer Freizeit macht. Heißt, wenn ihr Fußball spielt, dann verbrennt ihr natürlich Kalorien. Wenn ihr Kraftsport macht, dann verbrennt ihr Kalorien und so weiter. Letzten Endes geht es darum, dass ihr am Ende des Tages ein Kaloriendefizit erreicht habt. Heißt, weniger Kalorien zu euch genommen habt, als euer Körper wirklich gebraucht oder als euer Körper hätte aufnehmen können durch die verschiedenen Umsatzformen. Das Kaloriendefizit könnt ihr so, also ich fange immer so an, dass ich bei einem Kaloriendefizit von minus 300 Kalorien anfange und das könnt ihr dann zum Beispiel Woche um Woche steigern oder alle 14 Tage steigern, dann auf 600 Kalorien, auf 57 Kalorien, auf 900 Kalorien. Ich will es aber nicht allzu hoch machen, weil der Körper bzw. auch nicht zu schnell in die Höhe treiben. So, zum Beispiel einfach mit, mit einem Kaloriendefizit von 1000 Kalorien angefangen, denn das kann dazu führen, dass der Körper in so einen Notzustand umschaltet und alles, was er aufnimmt, anfängt zu speichern, weil der Körper einfach Angst hat, dass er zum Beispiel verhungert und so weiter und dann anfängt diese Energie oder die Makros, die wir aufnehmen, meist Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, dann in den Fettdepots zu speichern. Ja, ganz wesentlicher Aspekt. Ist aber bei jeder Diät so, keine Diät funktioniert ohne Kaloriendefizit. Wie könnt ihr das Kaloriendefizit einigermaßen überblicken? Dazu gibt es natürlich verschiedene Apps. Ich persönlich greife da immer auf FTDB zurück. Das finde ich eigentlich ganz geil. Kann man auf dem Handy alles eintragen. Gibt es natürlich mittlerweile auch andere Apps, auf die ihr da zurückgreifen könnt. Euren Kalorienbedarf erstmal zu ermitteln, da reicht ein Richtwert vollkommen aus. Ich greife da zum Beispiel mittlerweile auf den Kalorienrechner von Mix Body Shop zurück. Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Und werden automatisch auch schon eure Makros berechnet. Und da wird auch darauf eingegangen, ob ihr Muskeln aufbauen bzw. Fett abbauen wollt. Es geht dabei nicht darum, dass ihr jede einzelne Kalorie zählt, sondern eher darum, dass ihr so eine grobe Übersicht habt. Als nächstes sind natürlich auch die Makros entscheidend. Makros sind halt, wie gesagt, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Eiweiß hat 4 Kilokalorien, Kohlenhydrate haben auch 4 Kilokalorien, Fett hat 9 Kilokalorien. Wir wollen, ich mache in meiner Diät es so, dass ich auf 2,25 Gramm bzw. 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu mir nehme. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich wirklich sicher gehen will, dass mein Körper genug Eiweiß zur Verfügung hat und nicht auf muskeleigene Eiweiße zurückgreift. Dann haben wir noch den Makronährstoff Fett. Den habe ich in einem Bereich zwischen 0,8 und 1 Gramm Fett. Eher 0,8 Gramm bei mir, jedoch kann man da ein bisschen hochgehen, weil der Körper ja versucht, auf andere Energiequellen zurückzugreifen, wenn er nicht so viele Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und dementsprechend habe ich da den Wert ein bisschen angehoben. Aus den verschiedenen Kalorien Werten, die ihr jetzt erreicht, zum Beispiel bei mir ist es so, ich nehme derzeit knapp 250 Gramm bzw. 225 Gramm Eiweiß am Tag zu mir, nehme dann knapp 80 Gramm Fett zu mir und alle Kalorien, die dann überbleiben, das Defizit oder die Kalorien, die dann zwischen dem Eiweiß und Fett überbleiben, werden dann bei mir durch Kohlenhydrate gedeckt. Das könnt ihr natürlich dann alles durch FTDB auch oder die verschiedensten Apps ermitteln. Ein ganz wichtiger Aspekt während meiner Diät ist auch das Nutrition Timing. Beim Nutrition Timing kommt es darauf an, wann esse ich welche Makros, wann nehme ich Eiweiß zu mir, wann nehme ich Kohlenhydrate zu mir, wann nehme ich Fett zu mir. Das Nutrition Timing bezieht sich natürlich auch wieder allgemein aufs große Ziel Kaloriendefizit. Letzten Endes ist entscheidend, dass ich mein Kaloriendefizit von 300 bzw. 600 bzw. 900 Kalorien erreiche.
An Trainingstagen ist es bei mir wie folgt aufgebaut. Wesentlicher Punkt ist bei mir, dass der Insulinspiegel wirklich nur dann in die Höhe gepusht wird, wenn ich das Insulin auch brauche. So fange ich bei einem Trainingstag, aber auch an einem trainingsfreien Tag erstmal damit an, dass ich die ersten 2 Stunden nichts zu mir nehme. Und das hat folgenden Hintergrund. Morgens oder der Cortisolspiegel erreicht nach 90 Minuten seinen Höhepunkt. Cortisol ist halt ein Hormon, was Substanz abbaut, also wo die Fettverbrennung besonders hoch ist. Das will ich erstmal ausnutzen. Natürlich gibt es da natürlich auch wieder Gegenmeinungen, die dann sagen, ja, jetzt muss ich morgens erstmal irgendwie Whey zu mir nehmen, damit ich diese katabolen Prozesse stoppe und damit ich ja keine Gains verliere und so weiter. Das wird aber alles ja überbewertet, so schnell baut man einfach keine Muskelmasse ab und in der Diät nutze ich dann diesen Aspekt aus dem Carb-Backloading aus und bisher läuft es eigentlich ziemlich gut. Ja, morgens wie gesagt dann nur Kaffee, / Koffein. Da geht es einfach darum, dass ich durch das Koffein den Stoffwechsel ankurbeln will und durch den Kaffee ja wird so ein bisschen dieses Hungergefühl gesenkt. Nach 2 Stunden kommt dann meine erste Mahlzeit, wo ich dann 25 Gramm Whey zu mir nehme. Schnell verdauliche Eiweiße, die Proteinbiosynthese ankurbeln. Das trinke ich dann in Verbindung mit Wasser und etwas Walnussöl. Walnussöl hat einfach folgenden Hintergrund, dass wir ja auch eine Energiequelle haben, mehrfach ungesättigte Fettsäure mit einem hohen Omega-3-Anteil. Dazu kommt dann noch, dass ich etwas Obst zu mir nehme. Das ist jetzt beim Carb-Backloading zum Beispiel nicht der Fall. Warum esse ich Obst, obwohl es ja Kohlenhydrate sind? Und Kohlenhydrate sollten ja eigentlich Insulin ausschütten und das ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher unsinnvoll. Obst ist ja Fruchtzucker und Fruchtzucker ist dafür bekannt, dass halt eben kein Insulin ausgeschüttet wird. Heißt, wir haben trotz alledem Kohlenhydrate, die uns ja zum einen neben den Vitaminen, die im Obst stecken, natürlich auch irgendwie erstmal Kraft geben. Deshalb greife ich auf Obst zurück, da ja, bin ich immer bei einem Wert zwischen 30 und 50 Gramm Fruchtzucker. Da müsst ihr dann, also das will ich halt auch nicht übertreiben, denn die Kohlenhydrate aus dem Obst werden im Leberglykogen gespeichert und wenn man das zu viel zu sich nimmt, dann wird diese Kohlenhydrate, die zu viel sind, direkt in den Fettdepots gespeichert. Dementsprechend würde ich halt immer bei einem Wert zwischen 30 bis 50 Gramm bleiben. Wie viel Fruchtzucker in den einzelnen Früchten steckt, dazu könnt ihr zum Beispiel einfach mal bei Google nach Fruchtzuckertabelle suchen. Da wird dann euch direkt weitergeholfen, wie viel Fruchtzucker in einer Banane oder einem Apfel und so weiter steckt. Ja, nach den 2 Stunden ist es eigentlich egal, wann ihr, ob ihr jetzt 1 Stunde nach oder 2 oder 3 Stunden. Danach könnt ihr wirklich Gemüse zum Beispiel zu euch nehmen, so viel ihr wollt. Da mache ich mir immer abends dann Paprikas fertig, mache mir Gurke fertig, dann zum Beispiel Möhren auch noch, Kohlrabi. Dazu dann halt noch Fleisch, das ich am Vortag angebraten habe, wie Hähnchen. Teilweise greife ich auch auf mageres Schweinefleisch zurück oder halt Pute. Pack das dann alles in eine Tupperdose, in den Kühlschrank und kann das dann mit zur Arbeit nehmen. Vor dem Training ist es dann so, dass ich halt auf Kreatin, dann noch auf BCAAs und teilweise halt auch auf Fruchtsaft zurückgreife, denn wenn ich am Morgen noch nicht diese 30 bis 50 Gramm für Fruchtzucker zu mir genommen habe, kann ich im weiteren Verlauf vorm Training nochmal auf Fruchtzucker zurückgreifen, denn der Insulinspiegel wird nicht angehoben und wir haben wieder Kohlenhydrate, die uns dann zum Beispiel Kraft beim Training geben könnten. In meinem Post-Workout-Check geht es dann vor allen Dingen darum, dass ich meinen Insulinspiegel in die Höhe pushe. Dementsprechend greife ich auch während meiner Diät trotz alledem auf schnelle Kohlenhydrate, also Maltodextrin, zurück, dann noch auf meine 25 Gramm Whey zur schnellen Versorgung der Muskeln und zum Ankurbeln der Proteinbiosynthese zurück. Dann des Weiteren greife ich noch auf die Aminosäure Leucin zurück, da sie auch insulinogen wirkt. Leucin ist zum Beispiel auch in Eiern drin. Letzten Endes wirkt sie insulinogen, heißt der Insulinspiegel wird dadurch in die Höhe gepusht. Und dann haben wir halt noch, dazu nehme ich halt noch 2,5 Gramm Kreatin, die ich halt auch vor dem Training zu mir genommen habe, da in Verbindung mit dem hohen Insulinspiegel das besonders gut in die Muskelzelle eingeschleust werden soll.
letzten Endes habe ich mir einige Studien durchgelesen und gerade die Kombination aus schnellen Kohlenhydraten, also Maltodextrin, dann Leucin als Aminosäure und Whey, soll dafür sorgen, dass der Insulinspiegel drastisch in die Höhe gepusht wird. Da habe ich knapp 200, also da habe ich gelesen, dass es um bis zu 220% sein soll. Dadurch, dass wir den Insulinspiegel in die Höhe pushen, er sich dann nach dem Training, circa eine Stunde danach, eine ganz normale Mahlzeit zu. In dieser Mahlzeit können dann Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, da kann wirklich alles drin sein. Das hat folgenden Hintergrund. Morgens sind sowohl die Fettzellen als auch die Muskelzellen aktiv. Wenn ich jetzt morgens Kohlenhydrate zu mir nehme, wo ich eigentlich keine Kohlenhydrate brauche, denn Kohlenhydrate will ich eigentlich nur einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Muskel, um die Regeneration zu verkürzen, wenn ich jetzt morgens Kohlenhydrate esse und meine Fettzellen und meine Muskelzellen aktiv sind, dann könnte das halt dazu führen, dass sowohl die Kohlenhydrate in den Fettzellen als auch in den Muskelzellen eingespeichert werden. Im Laufe des Tages wird durch das Ausbleiben der Kohlenhydrate bzw. durch das Ausbleiben des hohen Insulinspiegels werden die Muskelzellen immer aktiver und die Fettzellen die Fettzellen, die werden halt nicht mehr so aktiv sein. Und dadurch, dass wir dann trainieren, werden die Muskelzellen immer noch weiter aktiv. In Verbindung mit dem hohen Insulinspiegel ist es dann so, dass wir davon ausgehen können, dass alle Kohlenhydrate, die wir danach zu uns nehmen, auch wirklich dahin gelangen, wo sie hingelangen sollen. Und das ist in den Muskeln. Das ist auch so ein Prinzip aus dem Carb-Backloading, was ich eigentlich ziemlich sinnvoll finde und mir auch so übernommen habe. Ja, dann vor dem Schlafengehen esse ich dann nochmal Quark, um meine Aminosäurenspeicher aufzufüllen für die Nacht, weil ich ja morgens morgens erstmal auf meinen Whey-Shake verzichte und trotz alledem natürlich diese Versorgung mit Eiweißen oder die Versorgung des Muskels durch meine Eiweiße erstmal sicherstellen will. An trainingsfreien Tagen sieht das komplett gleich aus. Lediglich die Mahlzeit nehme ich dann gegen 17 bzw. 18 Uhr einfach zu mir und ansonsten verändert sich nicht viel. So, kommen wir letztlich zum Training bzw. eure Fragen. Beim Training ist es so, dass ich trotz alledem auf einen ganz normalen Zweiersplit zurückgreife, mich da ganz normal im Wiederholung oder im hypertrophen Wiederholungsbereich von 8 bis 12 Wiederholungen bewege. Ich denke, dieser Mythos, dass man in der Definitionsphase zwischen 15 und 25 Wiederholungen machen soll, der wurde jetzt schon öfters mal oder schon tausendmal widerlegt, dass es einfach nicht so ist, dass man sich ganz normal in einem hypertrophen Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen bewegt. Und dementsprechend führe ich auch ganz normal ein Zweiersplit durch, um meine Muskelproteinsynthese regelmäßig anzukurbeln. Cardio müsst ihr auch nicht in der Diät machen. Cardio ist natürlich gut fürs Herz-Kreislauf-System. Letzten Endes dient es aber einfach nur darum, dazu sein Kaloriendefizit zu erhöhen. Oder wenn man einfach mal gesündigt hat, wie ich es gemacht habe, dass ich mir irgendwie einen Eiweißriegel gegönnt habe, der 400 Kalorien hatte, dann bin ich nochmal Cardio machen gegangen, um einfach sicher zu gehen, dass ich am Ende des Tages bei meinem Kaloriendefizit von 600 Kalorien bin. Hier eine HIIT-Einheit könnt ihr natürlich auch mit einbauen. Leider wurde schon widerlegt, dass HIIT nicht diesen enormen Nachbrenneffekt hat. Natürlich ist die Zeit, ob ihr HIIT macht oder Cardio, ist natürlich geringer, da die Intensität bei HIIT viel höher ist als bei einer Cardio-Einheit, die ihr bei einer Herzfrequenz um 120 macht. Letzten Endes könnt ihr das im Prinzip darauf anpassen, wie ihr Zeit habt, ob ihr jetzt viel oder wie, was euch auch mehr Spaß macht, ob ihr jetzt irgendwie eine HIIT-Einheit anbaut, also Intervalltraining, oder einfach eine Cardio-Einheit. Ja, ich hoffe, ich habe eure Fragen weitestgehend beantwortet. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die jetzt ungeklärt geblieben sind, dann könnt ihr mir natürlich einfach bei www.schmaleschulterfitness bzw. bei Facebook einfach schreiben und dann gehe ich da nochmal explizit drauf ein. Denn das Video ist, glaube ich, schon lang genug und wir wollen es ja nicht noch weiter in die Länge treiben. Zum Thema Supplements, da habe ich natürlich, oder während meiner Diät greife ich natürlich ganz normal Whey zurück, einfach um die Proteinbiosynthese anzukurbeln. Dann haben wir einmal noch BCAAs.
BCAAs sind, muss man nicht unbedingt nehmen. Es geht dabei einfach nur darum, wenn man nicht genug wenn man befürchtet, dass man nicht genug Eiweiß bzw. essentielle Aminosäure zu sich genommen hat, dann kann man auf BCAAs zurückgreifen. Ich packe die mir gerne vorher vor dem Training packe ich mir 5 bis 10 Gramm in meinen Shake, beziehungsweise wenn ich nach dem Aufstehen direkt Cardio mache, nehme ich auch vor dem Cardio-Einheit einige BCAAs zu mir. Letzten Endes noch Kreatin. Kreatin würde ich auch drauf zurückgreifen, denn es ist nun mal so, dass man so ein bisschen an Kraft verliert während einer Diät, und da ist Kreatin eigentlich ein ziemlich geiles Supplement, auf das man auch dauerhaft zurückgreifen kann und dann die Kraft beibehält. Gut, das war noch ein kurzer Zwischenstopp, bevor es jetzt vorbei ist mit dem Video, dass auch der Themenbereich Supplements abgedeckt ist. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.